Große Fasnet-Freude in Waldkirch. Über 1000 Hemdklunker haben am Samstag die Klepperle-Stadtwette geknackt. Die Drogeriemarktkette DM hatte mit den Waldkirchern gewettet, dass sie es nicht schaffen, mehr als 600 Hemdklunker den Narrenmarsch auf den traditionellen Holzinstrumenten spielen zu lassen. Wir sind um halber drei schon über 600. Das habt ihr prima gemacht. Ja, drei, vier. Jawohl, super! Also, vielen Dank an alle. Ich würde sagen, die Wette ist gewonnen. Und so ist die Endpunkte sehr gerne 2018 Euro für die Heimattage 2018 und im Speziellen für Waldkirch musizieren. Ja, mir war das klar, dass wir Waldkirchen das schaffen. Also 600 Hemdklunker waren keine besonders große Herausforderung. Das ist einfach eine tolle Stimmung. Also wir schätzen, dass wir deutlich über 1000 Hemdklunker hier auf dem Platz haben. Das ist ein toller Einstieg für uns ins Heimattage. Ja, es ist unsere erste Großveranstaltung, die wir hier zu Jahresbeginn haben. Und man kann sehen, die Leute ziehen mit. Die Phase ist für Waldkirchen ein zentraler Brauchtumsbestandteil. Und man sieht, glaube ich, auch, alle machen mit. Aus allen Ortsteilen sind die Zünfte da und werden sich das ganze Wochenende über beteiligen. Es wird ein ganz tolles Wochenende. Ich habe die letzten zwei Jahre Kleppern geübt. Für den Klepperle-König wird es nicht mehr reichen in dem Leben, aber ich glaube, es ist ganz ordentlich.